So, hallo, wir machen weiter. Bei Repentance Isaac mit der Peitschen-Lilith. Und sind mal gespannt. Okay. Was so kommt. Ach, verdammt. Stimmt übrigens, ich kann im Moment nicht so schnell schlagen. Das hat wirklich mit den Tiers zu tun. Okay. Gut zu wissen. Okay, Schlüssel. Nice. Auch wenn ich gerade ein bisschen weniger rede. Lasst euch davon einfach nicht stören. Dann wären Tiers ab ja trotzdem eine nette Geschichte. Aber ich würde jetzt erstmal den Cube noch machen, um den letzten Dings um mich rum zu haben. Weil drei Orbitals um mich rum sind schon lecker. Machen.
Jetzt wäre wieder der Punkt, wo ihr sagt, geh erst durch das Ding, weil du kriegst ein Herz zurück. Ja, komm. Ich hab... Ich wollte noch sagen, Bombe nach hinten kicken wäre eine gute Idee, weil da könnte der Geheimraum sein. Danke für nix, Spiel. Danke für nix. Wirklich. Ach, komm! Dumm, ey. Nein. Unser Damage könnte besser sein, ne? Muss man leider zugeben. Ja. So, Schlüssel. Hier würde ich eher nichts kaufen. Oha! Der Cube macht Schaden, die fliegen nicht, ne? Aber das ist natürlich ein Basis-Item. Das kann insane werden, wenn ich andere Items dazu bekomme. Hä? Oh, lol. Ist das alles, was übrig ist? Interesting. Soll ich mal kurz rerollen? Zwei oder dreimal? Jo. Oh mein Gott. Noch so ein Ding. Oh, gib mir das. Aber ich krieg's nicht. Ich werd's nicht bekommen.
Aber seht ihr, wie oft ich jetzt schon ausschlagen kann? Weil das Tiers höher geht. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Das ist nicht die beste Auswahl. Leider. Aber von dem, was da ist, erscheint mir das Act of Contrition am besten. Mehr kann ich nicht tun, ne? Nee. Okay. Ey, wie ihr trefft jetzt mein Eternal Heart. Ich hau euch so ins Gesicht, ne? Okay. Puh. Schnell weg. Oha, endlich mal eine Bombe. Aber kein guter Ort für die Bombe. Oh. Schade. Keine Leiter. Keine Leiter für mich. Na gut. Oh Mist. Kurz nicht aufgepasst, kriegt man schon aufs Maul. Ich brauche nur ein Item, was irgendwie konstant Schaden macht und ich bin durch. Das Blatt ist halt einfach viel zu krass. Aber im Moment geht es noch nicht. Boah, das war knapp. Ich dachte, ich werde noch getroffen. Okay, Itemraum next. Und je nachdem, was da ist, ich jetzt halber gleich erstmal noch ein Herz hinterher. Oh, Leo. Schade. Ja, doch, ich würde ein Herz dazu kaufen. Bin ich ganz ehrlich. Ist mir sicherer. Ich möchte das hier nicht riskieren. Mist.
Macht jetzt Brimstone, der Typ. Oh, nee, da, aber der macht... Oh, no, oh, no, oh, no. Böse Kombination. Nice. Nice. Okay, gut. Nur noch auf ihn konzentrieren. Nice. Sehr schön. Okay, nichts zum Kaufen. Das Herz kaufen wir. Da bleibe ich auf Nummer sicher. Herz wird gekauft. Weiter geht's. Wir haben Dings genommen, das heißt, wir haben die Chance auf Angel Deals, selbst wenn wir jetzt beim Satan Deal was nehmen würden. Aber vielleicht kommt ja auch ein Angel Deal. Okay, es kommt kein Angel Deal. Der Nagel ist natürlich schon ein Ding, ne? Doch, doch, doch. Jetzt muss ich für zwei Herzen mir nehmen. Das muss ich mir nehmen. Das muss ich mir nehmen. Okay. Dann schauen wir mal, was jetzt noch kommt. In dem Raum vielleicht noch... Noch was Cooles. Vorsichtig. Na gut, Mensch, schon weiß ich nicht. Ob der so sinnig ist. Gut, aber dann weiter. Jetzt muss ich halt echt auf meine Energie achten. Und nach wie vor, ich habe das Blatt. Ich brauche nur ein Item, was während ich hier unverwundbar bin, aufräumt. Das ist alles, was ich brauche. Sehr gut. Sehr gut. Baseball-Item, ne? Also das ist dann nicht so gut, aber ich nehme es mal kurz, weil ich es nicht mehr sicher weiß. Ja. Ja, dann kann man es auch mitnehmen. Ich habe wieder... Ja, Entschuldigung, ich habe es wieder verpeilt mit dem HP, aber ich hätte erst hier durch, sorry. Daumen, dass da jetzt bombentechnisch was Brauchbares rumkommt. Perfekt. Weil jetzt gehen wir als erstes in den Stachelraum. Wo wir uns natürlich nicht die Kiste holen können. Aber dafür können wir uns das HP abholen.
So. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ist in Ordnung. Oh, das war super widerlich. Das war ja super frech. Nicht schon wieder. Boah. Okay. Wenn ich jetzt rausgehe, verliere ich den Effekt. Ich darf jetzt nicht rausgehen. Also nicht den Effekt, aber den Damage-Fortschritt. Ich bin echt langsam da. So, was jetzt? Noch mehr davon, okay. Dann brauche ich den Nagel jetzt auch nicht einsetzen, weil das passt. Das kriegen wir hin. Ich finde es witzig, wie man die einfach auch umkehren lassen kann. So, nö, du gehst jetzt nicht hier lang. Und die sind dann so, okay, ich gehe nicht hier lang. Ciao. Okay, nochmal ein Devil Room. In Ordnung. Vielleicht. Mal gucken. Nee, ist nicht in Ordnung. Ciao! Warte kurz, ich muss die Kugel nachschauen. Aber ich glaube, die war nix. Die habe ich jetzt schon mehrmals liegen lassen. Plus zwei Black Hearts. Wenn Item Isaac keine roten Herzen hat, kriegt er die Fähigkeit zu fliegen. Nein. Nein. Wait. Das ist das Item, was ich gesucht habe. Der greift doch von selbst an. Der greift doch von selbst an. Das ist doch der Turret. Ich meine, der macht konstant 3 Damage. Also der stackt auch nicht. Der stackt auch nicht. Aber wenn es mir mal zu eng wird, dann lasse ich den regeln. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich kommen da die normalen Schüsse dann raus, ne? Ziemlich sicher kommen da die normalen Schüsse raus.
Nee, Tapir ist mir jetzt wichtiger erstmal, dass wir wieder Energie haben. So. Sonst wäre das schon eine Idee gewesen, ne? Sonst wäre das hier schon eine Idee gewesen, aber. Oh, ich habe noch gar nicht den Item. Huch. Ich habe noch gar nicht den Itemraum in der Ebene besucht. Was bin ich denn für ein Trottel? Ja, komm her. Das ist jetzt ja noch mal besser. Sehr, sehr nice. Was ist da noch drin? Da liegt irgendwas noch. Ach, das war die. Ja. Das war das Ding. Okay, cool. Cool, Stimme. Gleich mal Sachen ablaufen. Cool. Auch cool. Wehe. Nein. So, jetzt kriegen wir wieder unseren Speed zurück. Sehr wichtig und richtig. Ich möchte nicht mit den blauen Herzen da reingehen. Ich gehe mit den roten Herzen da rein, weil die könnte ich aufladen. Ich will aber erst gucken, was hier oben kommt. Feuer. Okay. Jetzt ist halt wieder diese Frage. Werden sich die Tränen auch, also wirkt die sich auch auf die Peitsche aus? Sonst wäre das Tiers ab stärker. Da kann ich noch beides kaufen. Wir werden sehen. Wir werden versuchen, beides zu holen. So, lass mich mal kurz gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Oh, ich habe vergessen, den einzusetzen. Allerdings hat mich das jetzt am Ende den Treffer gekostet. Das war natürlich dumm. Aber nichts kann mir was anhaben. Es bleibt so. Es bleibt so. Nichts kann mir was anhaben. Keine Explosion, kein gar nichts. Das ist schon cool. Die einen hauen in den Cube rein, die anderen werden von dem Ding abgeschossen. Gebt euch die Kohle, wir können uns alles leisten. Wir können uns gleich alles leisten, einfach. Sehr nice. LOL. Ich traue mich gar nicht an die andere Münze daran zu kommen. Vielleicht von der Seite irgendwie so. Ja, nice. Okay. Ja, dann. Mal gucken, ob das bosstechnisch auch so schön funktioniert. Ja, dauert halt ewig. Das ist das Ding, ne? Wenn sie nicht gerade in mich reinlaufen mit dem Cube, dauert es halt eine Weile. Aber grundsätzlich läuft das. Ich werde jetzt kämpfen.
Einfach weil mir das fast zu langweilig ist so. Aber wenn es knapp wird, stelle ich mich hin und mache nichts mehr. Das passt. Na, wenn ich zu schlecht spiele, was ich ja immer tue. Ja, jetzt bin ich halt echt unvorsichtig, weil ich jetzt einfach diese Sicherheit plötzlich habe. Du musst nur das Blatt haben und alles ist safe. Das ist krass. Das ist richtig krass. Du brauchst nur das Blatt und alles ist safe. Das ist doch nicht normal. Das ist doch viel zu krass, dieses Blatt. So, komm, Engelraum diesmal nochmal. Damit auch das Ding sich gelohnt hat. Ja, nice, perfekt. Sehr schön. Ja. Bei der Auswahl nicht so schwierig. Auch wenn ich jetzt nicht weiß. Na gut, ist halt jetzt einfach der Schuss. Cool. Jetzt können wir uns alles kaufen. Hier ist ab. Lasst mich kurz was nachdenken. Es ist ja nicht... Nee, das darf nicht explodieren. Es wird nicht explodieren. Das passt schon. Ja, ja. Ich hatte kurz Bedenken. Oh mein Gott! Das war es einfach. Wir haben gewonnen. Das war es einfach. Das war es einfach. Ich brauche gar nicht mehr das Item im Schlüsselraum holen. Wir haben gewonnen. Das war's. Es ist vorbei. Es ist komplett vorbei. Es ist komplett vorbei. Weil ich habe jetzt auch noch diese Tentakel, die aus dem Boden kommt und einfach Gegner für mich erledigt. Das war's. Das war die Runde. Nice. Ich werde es auch gleich wieder demonstrieren. Ey, wir sind komplett OP. Also ich werde jetzt mich einfach nur hinstellen und nichts machen. Und es wird laufen. Passt auf. Ich meine, es läuft ja eh schon. Und dann kommt ja auch noch die Schlange. Achso, ich muss kurz Dings einsetzen. Dafür muss ich mich bewegen. Jetzt nicht mehr. Und für den Fall, dass ich mal mich doch bewegen müsste, kann ich ja immer noch richtig angreifen. Also, kann mir jemand erzählen, wie das noch schiefgehen soll? Kann mir das jemand sagen? Wie kann ich das denn jetzt noch versauen? Ich will es nicht wissen. Aber wie kann ich das denn noch versauen? Das ist doch komplett unversaubar, weil ich kann jetzt zwar kämpfen und es kann knapp werden mit den Herzen, aber dann stelle ich mich halt einfach hin und mache nichts mehr. Und dann gucken wir uns freudestrahlend einfach den Rest an.
Dagegen kann doch selbst ein Quid nichts tun. Wir haben leider keine 2 Guppy-Items, sonst würde ich jetzt hier kaufen gehen, aber so natürlich nicht. Spinnen größer machen. Nice. Noch ein HP ab und dann Abflug. Was will ich mehr? Wir können gehen. Das war's. Wie soll das jetzt schief gehen? Das kann nicht schief gehen. Ich werde mal probieren, normal zu kämpfen. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo es mir zu knapp wird, und es wird mir ab 2 Herzen zu knapp, brechen wir einfach ab. Und lassen den Rest die Kollegen erledigen. Dauert halt dann wieder 3 Jahre, das ist halt das Ding, ne? Deswegen will ich schon so viel Schaden wie möglich jetzt machen. Aber das war's. Das kann nicht mehr schief gehen. Oh, es ist sogar gut, wenn er die Tür die Schlüssel macht. Es ist sogar gut, wenn er die Schlüssel macht, weil da die Spinnen rauskommen. Ey, dieses Blatt ist so krass, ne? Mach nochmal die Schlüssel. Ach Mann, ich will nochmal die Viecher haben. Jetzt wo ich begriffen habe, dass es dumm war, die nicht kaputt zu machen. Mann, die Schlüssel! Mach Schlüssel. Ach. Komm, einmal nochmal die Schlüssel. Schlüssel. Ach, komm. Ja, easy. Okay, wir sollten aufhören. Genug Schaden gemacht. Wie hat er mir denn jetzt so schnell so viel abgezogen? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wann hat er mir über 4 Herzen abgezogen? What the fuck ist passiert?
ich nicht gerade noch 5 oder so? Na gut, I'm sorry, ist wieder lame am Ende. Wo die Energie jetzt weg, wann die so schnell weg ist. Muss ich mir unbedingt anschauen wieder. So, das war ein sehr lamer Kampf am Ende, aber was soll's. Lol, ich wollte eigentlich noch Geld einzahlen, aber gut, dann nicht, ne? Ja gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.